Hallo und willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Force Unleashed 2. Wir sind wieder hier auf Starkiller. Kamino. Wir sind in der Sicherheitszentrale gegenüber. Wenn wir die Imperialen erledigt haben, deaktivieren wir die Kraftfelder in deinem Sektor. Ja, du kannst reden, während du kämpfst. Krass. Kann ich nicht. Sniper, du gehst als erstes erstmal weg. Bevor ich jetzt den ganzen Rest besiege. Geh erstmal die Sniper weg. Feuer auf mein Ziel! Autsch, was war das denn jetzt? Hä, was war das denn? War ich das jetzt oder war der das? Machtkraft-Upgrade. Gucken, was das ist. Schön aus dem Fenster schmeißen. Wenn sie auf dem Boden liegen, geht das ja, sonst geht das ja nicht. So. Gucken wir mal, was das Upgrade ist. Okay. Schieben brauche ich nicht. Lichtschwert wäre auch nochmal ganz interessant. Rückstoß nutze ich eigentlich viel zu selten, das lohnt sich nicht. Ich mache erstmal Lichtschwert, das brauchen wir vielleicht später auf jeden Fall noch. So. Sag dich zur Kommandozentrale durch, wir treffen uns dort. Ich zerstöre alles, was mir in die Quere kommt, General, aber ich muss Juno finden. So. Ja, jetzt benutze ich es natürlich mal, aber sonst benutze ich es viel zu selten. Das bringt eigentlich auch nur was gegen diese Spinnen. Gegen die normalen Gegner bringt das halt kaum was, das ist eben das große Problem. Wir müssten eigentlich auch bald schon beim Endboss sein. Sicherheitskräfte auf die Stationen! Oh, der erstmal die Sniper weghauen. Genau, fliegt gleich aus dem Fenster raus. Achso. Wollte schon sagen. Was ist mit der Kamera los? Kannst du uns helfen? Ja, würde ich gerne, wenn du da weggehen würdest. Ich fall nicht runter da jetzt. Mach mal nicht schon wieder so eine, ey. Was drückt der Flammentyp? Der stirbt relativ schnell. Ich gehe erstmal noch mal ein bisschen zurück. Ich hoffe mal, ich kann noch zurück. Ja, kann ich. Wenn jetzt hier hoffentlich kein Kraftfeld kommt, weil das wäre jetzt ein bisschen doof. Wenn der mich jetzt hier einsperrt. So. Na komm, schieß mal Raketen, genau. Ja, fast. So. Taste ist es jetzt? E und... Ah, verdammt, ich hab das da oben gar nicht gesehen. Erledige diese Scharfschützen. Ja, ich muss erstmal den hier erledigen, stell dir vor. So, jetzt aber, jetzt E. Ist wieder Q. Ja. Das ist da oben echt schwer zu sehen, da achte ich natürlich immer nicht drauf. Hier, guck mal nach unten. Ich verstehe es aber nicht, warum haben sie es nicht gleich alles nach unten geschrieben? Wollten sie es damit absichtlich ein bisschen schwerer machen? So, da oben ist ein Sniper, der kommt erstmal als erstes weg. Okay, stimmt doch mal gleich davon. Und du Sniper, der stirbst natürlich auch gleich mal. Wir können nicht weiter. Erledige diese Scharfschützen. Ja, wie schnell soll ich denn sein? Ich besieg doch gerade alle hier. Die gehen doch gerade eher auf mich. Jetzt gehörst du. Tschüss, hier kannst du haben, Kota. Wir schalten die Kraftfelder in deiner Gegend aus. Du solltest weiter können. So, ich kann weiter. Oh nein. Verstanden. So, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, die Sniper besiegen. Schritt 1 immer. Oh Gott. Kann ich zurück? Verdammt. Ich hab irgendwo einen Speicherpunkt, weil ich gehe nochmal ganz mal ein bisschen zurück. Nicht locker lassen! Feuert auf die Eindringlinge! Auf die Beine, Soldat! Ist der jetzt gerade gestorben? Warum ist der jetzt gestorben? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab den noch nicht mal groß angefangen zu besiegen. Warum ist der jetzt gestorben? Okay. Aber ich hab da jetzt nichts gegen, also. Genau, jetzt kämpfen sie wieder gegenseitig. Lustig ist die Fähigkeit, ja, aber bevor wir das Endgame haben, nicht wichtig. Okay. Jetzt geht er auf. Ich wollte schon sagen, geht die Tür jetzt nicht auf.
die Türsteuerung ganz interessant. Wenn du Gegner besiegst oder wenn alle weg sind, geht die Tür auf. Also, so eine Tür hätte ich auch gern zu Hause. Der Autobatsch erkennt, ob da noch Sturmtruppen stehen. Und wenn die nicht da sind, macht die Tür eben auf. Ich sehe mal, was ich tun kann. Ich verhalte mich schon, wie ich will. Stell dir vor, ich lebe noch, ja. Die Blitze sehen schon geil aus, ne? Und das Spiel leckt auch deutlich weniger als das andere. Dafür gibt es auch hier relativ wenig Bosskämpfer. Also wir hatten gerade mal, glaube ich, 2, 3 Gegner gehabt. In Teil 1 hat man ja auf jedem Planeten noch einen Gegner gehabt. Aber dafür wird wahrscheinlich der Bossgegner hier am Ende umso anstrengender. Habe ich so das Gefühl. Ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, wie ihr wisst. Und ich glaube, dass der Endkampf ist gar nicht mal so einfach. Nageln uns fest. Du musst sie ausschalten. Ja, wie mache ich das? Ach so. Muss die TIE Fighter rausschmeißen, natürlich. Und zufällig fliegen jetzt auch genau welche vorbei, ne? Autsch. Genau, so geht das. Wir konnten ein Stück vorrücken, aber es gibt immer noch Widerstand. So, tschüss. Einfluss von den imperialen Nassen. Sie sind unwirksam. Schade. Kann ich jetzt Fenster einfach zulassen, dass die scheiß Gegner dann nicht jedes Mal kommen? Die Fliege, typisch da. Was gibt's eigentlich diesmal wieder schieben, ne? Das brauche ich nicht. Damit kann ich ja, glaube ich, 2 Gegner machen, ne? Ja, machen wir das einfach mal als nächstes, würde ich sagen. War 2 von denen! Fuck, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Fuck, war hier ein Speicherpunkt? Ich hoffe es mal. Ist hier weg. Oh, jetzt komme ich nicht mehr ganz zurück, verdammt. Oh, Alter, was für eine Gemetzelei hier. Genau, brenn den anderen ab. Ich weiß nicht, die Quicktime-Sequenzen verkacken. Oh, geschafft. Zum Glück sind es über 2 Tasten. Das weiß man zum Glück, nee, plötzlich mal mehr werden. Jetzt müssen erstmal den hier besiegen. Gut, dass der andere wartet. Autsch. Dumm. Abknallen, ja. Kann ich noch weiter zurück? Stell dir vor. Mal anders machen. Genau, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. Können wir noch finishen. So, Das ist jetzt mal was andere Taste. Und zack, weg mit dir. Jetzt haben wir Machtkraft-Upgrade. Ich guck mal ganz kurz. Dann nehmen wir mal den hier. Wie gesagt, fürs Endgame ist der, glaube ich, relativ spannend. Okay, ich muss die Brücke runter machen, ne? Ja, dafür muss ich natürlich auch die richtige Taste drücken. So. Ich helfe dir. Ah, okay. Jetzt können wir da also rüberspringen. Bevor ich das mache, muss ich mal ganz kurz was machen. Ganz kurz, Sekunde. Wie es aussieht! Ja, ich komm schon. Fuck. Okay, man wird resettet zum Glück. Ich dachte schon, jetzt sterbe ich hier auch noch. Alter, was mache ich denn hier? Das ist doch nur ein ganz einfaches Jump'n'Run. Ich fange schon wieder an, unnötige Abkürzungen zu nutzen. Jetzt spring da bitte hoch. ja. Ich glaube nicht, dass die Grafik so aussehen soll. Was siehst du? Vader hat sie. Da, ganz oben in der Stadt. Die Hauptwege in die Stadtmitte sind versperrt. Ich habe keine Ahnung, wie wir dorthin gelangen sollen. Ich finde schon einen Weg, General.
Genau, wir finden einen Weg. Wir haben auch die Machtwut, aber ich glaube, die hebe ich mir lieber für den Endkampf auf. Ich weiß, dass du Juno finden willst, aber wir brauchen dich. Im Krieg kann ein einziger Jedi das Blatt wenden. Ich bin nur wegen Juno hier, General. Verdammt, wir brauchen dich an der Front. Die Imperialen haben die Sicherheitszentralen zurückerobert. Wir werden schwere Verluste erleiden. So, ist ein Holocron versteckt. Hört sich ein schönes Versteck einfach hinter uns. Da waren wir nicht ganz am Anfang. War das bekannt vor hier? Oh, was bist du denn für ein Viech? Eine kleine Version von denen, die wir letztens besiegt haben als Boss. Mit diesem komischen hässlichen Schiff da. Na, ich hab doch auf Q gedrückt. Oh, meine Güte, ey. Das sieht so aus wie Grievous, nur hässlicher. Sniper denn die Nerven aber auch. Nicht locker lassen. Da oben ist ein Holocron, da hinten. Endlich. So. Oh, fast verdrückt. So. Das stimmt, jetzt glaube ich, kommen die mir sogar noch bekannt vor. Ich glaube, die hatten wir sogar schon mal irgendwann mal besiegt. Ich kann mich nur nicht mehr ganz dran erinnern. Ah! Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Oh, war zwei von denen! Oh, verdammt, ich wollte eigentlich oben bleiben, dass die mich nicht abschießen können. Mara, könntest du bitte gerade bleiben? Warum geht ihr denn jetzt mal zur Seite? So, komm. So. Ah, perfekt. Praktisch. Perfekt. Ja, jetzt nutze ich die Attacke ab und zu mal. Kannst du jetzt wie immer waren, hier war doch am Anfang Holocron da auf der Plattform drauf. Oh, nicht schon wieder, ey. Oh, was? Noch so eine? Oh, nein. Genau, schieß den anderen Typen da ab, der nervt sowieso nur. Autsch. Ja, komm, ich konnte nichts tun. Dem Spiel ist zwar ein bisschen fairer geworden als im ersten Teil, aber auch nicht komplett. Ja, ich bin tot, toll. Ah, das ist aber auch scheiße gemacht mit diesem Gegner da. Vielleicht muss ich da nach oben gehen. Drücken halte L, um zu erfassen. Das ist genau die Funktion, die ich deaktiviert habe. Okay, Kiste ist aber mal weg, geil. Sieht doch so viel ab, ne? Jetzt muss ich ihn besiegen. Was hält der wieder aus? Komm jetzt. Jawohl, jetzt haben wir noch ein bisschen Leben gekriegt. Von dem müssen wir auch noch ein bisschen Leben kriegen, jetzt wenn er besiegt ist. Alter, ey. Die Kleinen sind ja nerviger als die Großen. Die Kleinen werden ständig mit diesen blöden Raketen rumnerven. Jawohl, endlich. Juhu, also das Holo hätten wir jetzt nicht mehr holen können. Es sei denn, es gibt ja noch irgendwie einen anderen Weg. Vermutlich gibt es ja in der Ordnung irgendwo eine Kiste, dass man da auch so hochspringen kann. Auch wenn ich jetzt gerade keine sehe. Ich wollte auch hier auch irgendwie hochkommen, warte mal. Nicht? Okay, dann scheint das wirklich so gemacht zu sein, dass man wirklich die Kiste braucht.
Oder muss einer von da hinten irgendwie herschleppen? Das ist ausgerechnet eigentlich Ortungstorpedos. Nein, nicht schon wieder einer von denen. Oh, jetzt muss ich sehr direkt gestorben. Ich hasse diesen Typen hier, der nervt. Ist der nicht weiter nach. Okay, der rennt doch her. Wolltest du sagen, dass der nicht herkommt? Aber hier warten wir doch schon mal, oder nicht? Oder sieht das einfach alles nur gleich aus? Der Scheißgegner hält doch verdammt viel aus. Oh, das geht auch. Wo stehe ich denn? Jetzt krepier endlich, Mann. So, komm, die einzimmern. Und jetzt eh. So, komm. Jetzt geh endlich drauf. Das ist, glaube ich, bisher die schlimmsten Gegner eigentlich. Abgesehen von diesen Eistypen da. Ich glaube, sieht tatsächlich alles nur gleich aus, ne? Hast du einen Fahrstuhl? Und die Kamera dreht sich erstmal noch direkt runter. So. Okay, erstmal direkt so machen hier. So. Nein, nicht schon wieder Spinnen. Und auch noch so viele, ey. Oh, Alter. Der Gegner und Spinnen. Fuck, ich verbrenne. Also Holocron. Weil hier heizt einfach auch nicht voll. Nein, fuck, falsche Taste gedrückt. So, brennen meinetwegen die Spinnen ab, ist mir egal. Oh. Ja, schießt doch mal so ein Ding ab. Jetzt können wir auch finishen. Ah, verdammt, eine Sekunde zu spät. Millisekunde eigentlich. Das ist bestimmt was anderes, wetten? Ja, ich muss natürlich auch E drücken und nicht die linke Maustaste. Doch, ist das gleiche. Ich hab's echt gedacht, es kommt was anderes. Weil das Spiel eigentlich meistens so fies ist. So. So, die scheiß Spinnen. Ah. Es sieht schlimm aus, Starkiller. Ich bitte dich nicht gerne darum, aber... Ich kann nicht. Ich weiß, was du für sie empfindest, aber sie ist nur ein Offizier. Wir verlieren die ganze Rebellion, wenn du uns nicht hilfst. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Was ist das für Gänge hier? Ach du Scheiße, was kommt denn jetzt Gestörtes? Stimmt, hier war, glaube ich, irgendwo so eine Stelle, wo ich mich so richtig schlapp gelacht habe. Was da hoch? Oh. Sag jetzt bitte nicht, jetzt kommt irgend so ein Part, like, in die Länge ziehen, auf unnötige Art und Weise. Sowas kann ich ein Spiel nicht mehr gar nicht ab, wenn sie es immer auf unnötige Weise in die Länge ziehen. In der Sveto machen sie es mit unnötig langen Kämpfen. Oder mit unnötig vielen Kämpfen. Nicht unbedingt langen, aber viel. Das habe ich super gemacht. War wirklich ein super Anfang, also besser hätte ich gar nicht springen können. Vielleicht sind die scheiß Gegner ja wieder respawnen, ne? Wie komme ich denn da hoch? Wie soll ich denn da hochkommen so? Da muss ich, glaube ich, hoch, ne? Ne, warte mal. Was, wo kommst du denn jetzt her? Oder muss ich erstmal hier einfach nur die Gegner besiegen? So, zack. Fuck, jetzt habe ich nur gegen die Tür geworfen.
Ja, oder so. Ja, was hält der auch alles aus, ne? Oh, was kommt denn jetzt hier alles? Ja, genau dafür meinte ich, ist der Gedankentrick sinnvoll. Jetzt kann ich mich einfach so machen. Jetzt greift er hoffentlich die anderen an. Oh, ich muss erstmal kurz den Roten angreifen, der nervt. Wofür kommen denn da jetzt? Kommen jetzt alle möglichen Kackgegner, die wir im Spiel besiegt haben, oder was? Die mit dem Unsichtbar waren, die habe ich mich auch immer Ja, und da ist mir einfach mal gerade mit einem Kampf das Spiel abgestürzt. Gut, halb so wild, dann müssen wir eben den Teil hier nochmal machen. Auf den Kopf zielen! Ist mir egal, wo ihr hinzieht, Hauptsache ihr zielt nicht ständig auf mich. 15.000 Punkte, also wir kriegen Punkte ohne Ende, kurz gesagt. Ich hoffe, durch diese Abstürze haben zumindest die Punkte gespeichert. Das Gute ist ja, dass es relativ viele Checkpoints hier in dem Spiel gibt. So. Hat sich der eine eigentlich jetzt gerade von selbst umgebracht? Nicht hochspringen, du sollst einfach nur den Angriff machen. Genau den hier. So. Zack, weg mit euch. Wenn ihr mich übrigens fragt, warum ich die andere Attacke nie mache, die andere Finish-Attacke, gibt ja zwei. Das liegt daran, dass die extrem schwer zu drücken ist. Oder ein bisschen schwieriger zu drücken ist, besser gesagt. So. Oh, das ist auch relativ effektiv, sehe ich gerade. Achso, das war der, den ich kontrolliere, aber egal. So. Bist du da, bist du. Ah, natürlich, jetzt kommt natürlich die Plattform hoch, mit der ich da hochspringen kann. Überhaupt nicht dämlich oder so, nee. Die Folge Star Wars The Force Unleashed 2 ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, darf einfach in die Mitte klicken. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und von daher, möge die Macht mit dir sein. Ciao.